Lassen Sie uns einen Blick auf die wirtschaftliche Lage des Landes werfen. Der Bundeskanzler hat unlängst ja bei der Hannover Messe auch drüber gesprochen, nachdem Herr Rußwurm vom Bundesverband der Deutschen Industrie gesagt haben, die ersten zwei Jahre der Ampel seien verschenkte Jahre gewesen. Und daraufhin hat Scholz dann das hier gesagt. Als wir 2022 entschieden haben, den Ausbau der erneuerbaren Energien gesetzlichen Vorrang einzuräumen, da hätten wohl die wenigsten geglaubt, dass wir diesen Turnaround so schnell schaffen. Und zugleich sorgen wir vor für Zeiten, in denen kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Also Olaf Scholz möchte die bisherige Ampelzeit als Turnaround-Jahre verstanden wissen. Sehr volkstümlicher Begriff. Aber in der Ampel, wenn man sich mit Leuten unterhält, trifft man oft auch so ein Verständnis, wir sind sozusagen jetzt im wirtschaftlichen Tal, weil wir gerade Anlauf nehmen für den Boom, der einsetzt, wenn unsere ganzen klimaneutrale Spitzentechnik weltweit nachgefragt wird. Ist das eine korrekte Aussicht auf die Perspektiven Deutschlands? Naja, das ist genau das Beispiel für die abgehobenen Eliten. Also das ist sowas von weltfremd, das ist sowas von jenseits der Realität. Also Turnaround stimmt, aber in eine Richtung, die uns ganz nach unten führt. Also wir laufen zurzeit Gefahr, wirtschaftlich massiv abzusteigen. Wir sind Schlusslicht unter den Industrienationen, die Prognosen sind schlecht. Herr Scholz hat noch vor einem Jahr von einem Wirtschaftswunder halluziniert. Also hat erzählt, also wir würden jetzt also auf großartige Wachstumsraten zusteuern. Auch Herr Habeck hatte ja noch vor einem halben Jahr für dieses Jahr irgendwie 1,3% Wachstum angenommen. Nichts davon ist eingetreten. Und auch der Ausbau der Erneuerbaren. Ich meine, wir haben im letzten Jahr etwa die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien, das ist richtig, bezogen. Aber das, also gut die Hälfte. Da bleibt die andere Hälfte immer noch. Und dann ist ja auch der Strom ist ja nicht unser gesamter Energiebedarf. Also der Energiebedarf geht ja weit darüber hinaus. Und insoweit ist es eben viel, viel weniger. Also wir brauchen nach wie vor fossile Energieträger, zumal wir jetzt aus der Atomenergie ja vollständig ausgestiegen sind. Und wir haben, und das finde ich eben so fahrlässig, wir haben kein Konzept, wo unser Strom in Zukunft wirklich solide herkommt, zumindest nicht, wo er bezahlbar herkommt. Also zurzeit ist der Gaspreis wieder etwas auf dem Weltmarkt gesunken. Allerdings für die Menschen ist es immer noch sehr teuer. Auch unser Strom ist ja Rekordniveau. Also zu sagen, das sei jetzt also eine brillante Bilanz, das kann nur einer erzählen, der so gut verdient, dass er diese Preissteigerung eben einfach verkraftet. Die Frage wäre ja, ignoriert die Bundesregierung, ignoriert Scholz das Wissen um die prekäre Situation oder dringt es wirklich nicht zu ihm durch? Es gibt ja eine ganze Reihe von Frühindikatoren für die Entwicklung der Wirtschaft. Da sind meistens die Grundstoffpreise mit drin. Klingt nicht sehr erotisch, aber wenn ich nächstes Jahr irgendein Produkt produzieren will, bestelle ich jetzt in der Regel die Materialien dafür. Und wenn die Grundstoffpreise, die Nachfrage sinkt, ist es meistens ein Indiz dafür, dass ich zum Beispiel nicht bauen will, wenn der Absatz von Sand und Zement zurückgeht. Der Geschäftsklimaindex geht runter. Das Konsumklima ist sehr fragil. Mit anderen Worten, es sieht düster aus. Glauben Sie, die Bundesregierung ignoriert das und predigt es schön oder dringt es wirklich nicht durch? Also ich glaube, also ich meine, ich will ihm nichts unterstellen, aber wenn es nicht durchdringt, muss man ihm unterstellen, dass er einfach die Realität wirklich gar nicht zur Kenntnis nimmt. Also wir hatten vor kurzem einen Aufruf der Gewerkschaft IG Metall und des Arbeitgeberverbandes, die gesagt haben, also ungefähr, es brennt. Also wir laufen Gefahr, unsere Industrie zu verlieren, die Unternehmen wandern ab, die Investitionen sind niedrig. Also wenn das Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammen in einem Papier formulieren, dann gehe ich davon aus, dass der Kanzler das liest. Und wenn er dann trotzdem so tut, als seien eigentlich keine großen Probleme da, dann ist das eben ein typisches Beispiel von Schönrednerei. Und das ist wirklich überhaupt nicht zu verantworten. Also wenn man solche Zahlen sieht, dann muss man dringend etwas tun. Und dass die hohen Energiepreise ein wesentlicher Grund dafür sind, dass wir wirtschaftlich jetzt so schlecht dastehen, das weiß ja jeder. Es ist nicht der Einzige. 15% unserer energieintensiven Industrie sind abgewandert. Und Schule hat es gerade gesagt, beim Konsum sieht es in Deutschland sehr schlecht. Das heißt, auch die Binnenwirtschaft bringt aktuell keine Erholung, obwohl die Gewerkschaften Lohnerhöhungen durchgesetzt haben. Also trotz steigender Realeinkommen konsumieren die Menschen nicht, beziehungsweise trotz nicht weiter gefallener Realeinkommen, die Realeinkommen sind ja, beziehungsweise trotz nur leicht eingebrochener Realeinkommen, die Gewerkschaften haben ja tatsächlich über die ganze breite Lohnsteigerung durchgesetzt, die tatsächlich bei der Bevölkerung angekommen sind. Das ist ja
Ja, hier haben die Gewerkschaften quasi die Konjunktur mehr oder weniger gerettet. Und trotzdem steigt der Konsum nicht, sondern trotzdem stagniert er auf einem niedrigen Niveau, auf einem Niveau, das niedriger als vor Corona war. Jetzt stellt euch mal vor, die Gewerkschaften hätten nicht so hohe Lohnsteigerungen durchgesetzt, wie schlimm es dann aussähe. Also das muss man nochmal dazu sagen. Wie sähe es aus, wenn die Gewerkschaften nicht so gut hohe Lohnsteigerungen durchgesetzt hätten? Ja, also das Bildungssystem ist auch einer, aber die Wirtschaft eben auch. Welche Rolle die Energie.